Die getarnte Kamera überzeugt unter anderem durch eine hohe Auflösung, einen Nachtsichtmodus, eine Bewegungserkennung, die Möglichkeit, Fotos aufzunehmen, Ton aufzunehmen, eine hohe Akkulaufzeit und eine Fernbedienung. All das erhalten Sie in der Optik einer Digitaluhr. Um das Gerät zu starten, legen Sie zunächst den Akku ein. In einem zweiten Schritt muss die Micro-SD-Karte eingelegt werden. Dann können Sie den Ein-Aus-Schalter auf On schieben. Drücken Sie kurz auf die Power-Taste, um das Gerät einzuschalten. Beim ersten Start ist die Uhrzeit noch nicht aktuell eingestellt. Sie können dies ändern, indem Sie kurz auf die Play-Taste drücken. Dabei wählen Sie zunächst aus, in welchem Format das Datum erscheinen soll. Dann können Sie mit der Power-Taste den jeweiligen Wert auswählen, der geändert werden soll, und diesen mit der Up- und Down-Taste verändern. Starten Sie mit einem kurzen Druck auf Motion eine manuelle Videoaufnahme. Die blaue LED blinkt 5-mal. Ein weiterer Druck auf die Motion-Taste stoppt die Aufnahme. Sie können Aufnahmen auch mit der Fernbedienung starten. Drücken Sie kurz auf B, so wird ein Foto aufgenommen. Möchten Sie sich die Fotos und Videos direkt auf dem Display angucken, halten Sie für 4 Sekunden die Play-Taste. Hier sehen Sie nun die Wiedergabe eines Videos direkt auf dem Display der Kamera. Dies ist nun das Originalvideo der Kamera. Zum Abschluss sehen Sie noch ein paar Bilder, die mit Nachtsichtmodus gefilmt wurden.